Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rise of the Tomb Raider. Ja, ich weiß ja echt nicht, wie es weitergeht. Also ich weiß, wie es normal weitergeht, aber ich will ja nicht einfach normal weitergehen. Ich will noch zum Grab und sowas. Gehen wir erstmal normal weiter. Ich will euch nicht weiter langweilen. Ah, wir können ja noch zurückkommen. Glaube ich, hoffe ich. Hier muss es auch irgendwie einen Weg weiter nach oben geben. Ich finde aber keinen. Ich weiß nicht wie. Egal, dann normal weiter. Komm. Rauf da. Und hier rauf. Weiß ich nicht, wie ich drankommen soll. Gut. Dann hier hoch. Helgert, selbst Ben, bei der Revolte wurde hier sehr viel beschädigt. Ich habe hier höher gekommen. Wind und Wetter haben gekriegt. Hier also sind die Sowjets durchgekommen. Ja, der erste Kontakt war in einem der Schächte. Es wurde alles auf die Bergung konzentriert. Aber es kam wohl innerhalb einer Woche zur Revolte. Die Arbeiter hatten genug, was? Du hast dich hier umgesehen, oder? Davon kann man ausgehen, also. So. Nimm das. Was war das? Ups. Oh. Oh Gott, da habe ich direkt mal einen Fehler gemacht. Muss ich jetzt mal craften, nicht trocknen. So muss ich das machen. Da. Verbrennt mal schön. Ich weiß, dass ihr da seid. Oder dass du da bist. Nimm das. Hab ich halt auf. Komm ich vielleicht von hier dahin und hab umsonst gesucht. Hier ist auf jeden Fall das Grab. Ja, aber wie komme ich an das Grab ran? Geh mit? Nö. Ja, wie mache ich denn das? Wie mache ich das? Naja, mal gucken. Was ist da drin? Ich weiß doch, wie man Molotov-Cocktail herstellt. Das braucht ihr mir jetzt nicht ewig zu zeigen, hallo? Kann das mal weggehen? Muss ich jetzt noch einen craften, damit ihr das wegmacht? Oh Gott, dann mache ich das nochmal. Könntest du jetzt bitte weggehen? Was soll denn das? Keine Ahnung. Verbrennen einfach. Aber ich würde das gerne mal weghaben. Jetzt hier. Brennbare Barriere. Okay. Hab ja genug. Alles klar. Oh, sorry. Das wusste ich nicht, Lara, dass du das nicht magst. Hier ist noch was zu mitnehmen. Pilze! Pilze! Neue Giftpfeile machen. Dann das Schloss hier öffnen. Ich bin vom Beruf Schlossknacker und du? Gut. Hier geht's runter, okay. Was ist denn das für ein Symbol gewesen?
Ach, hier. Noch ein sowjetisches Schild. Mein Russisch ist fast Level 3. Na gut, dauert noch ein bisschen. Hui. Sind wir jetzt hier oben? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben zumindest den Weg nach oben gefunden. Den ich im letzten Part die ganze Zeit besucht habe. Jetzt können wir auch die Truhe hier auf. Ah, 3 von 4 Teilen. Genau, ein Teil. Nee, das wollte ich nicht. Sonst haben wir ja alles geholt, ne? Kommen wir dann noch wieder zurück, oder wie? Nee, das ist nicht. Weil wir haben jetzt hier alles geholt, ja. Gut, dann wieder hoch. Komm, Lara, spring doch. Lass doch weiterspringen. Das brauchen wir nicht. Wobei es hier irgendwo so ein Teil zum Befestigen muss es ja sein. Wenn da so ein... Mal gucken, vielleicht finden wir ja was. Aber das bezweifle ich. Hat geklappt. Ja, ich hab's gemerkt, dass hier was in der Nähe ist. Warte mich, braucht ihr mich nicht zehnmal sagen. Nein, braucht ihr mich nicht zehnmal sagen. Da habe ich was übersehen, na klar. Übersehe gerne den. 5 Pfeile, nehme ich gerne mit. Ich würde aber auch gerne wissen, wie ich das da öffne oder da dran komme. Oder überhaupt. Vielleicht so. Ja, sieht so aus. Dann muss ich hier so und dann so. Okay. Dann zum nächsten Grab. Na, halten. Schlossknackerin Lara. Hier auf der Stelle oder auf der, bei der Arbeit. So, das können wir auch machen mit. Sonst ist hier aber nur noch das da und dann können wir ins Grab rein. Glaube ich. Sieht aber ein bisschen giftig aus, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Das machen wir auch noch auf. Ja, Bogen freigeschaltet. Cool. Dann haben wir jetzt 4 von 4 Teile von der Campaign-Bogen, oder wie der heißt. Dann mal bitte aufmachen. Auf ins letzte Grab dieses Gebietes, ne? Ist doch 3 von 3, ja. Das Licht geht noch. Noch. Sieht nach Pechblende aus. Muss eine Uranmine gewesen sein. Ja. Kann gut sein. Alles klar. Mein Gott, die sind uralt. Was haben sie hier gefunden? Ich weiß es nicht, Lara. Wahrscheinlich dieses Erz hier. Was wir die ganze Zeit am Einsammeln sind. Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwas wird es schon sein. Oh oh. Scheint ja nicht gerade das Stabilste zu sein, ne? Ist nur die Frage, ob ich... Oh, gut, knapp. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Komm hier, nimm das Erz noch mit. Danke. Aber wie komme ich denn hier hin? Oder weiter? Naja, ich kann da dran springen, aber ich weiß... Ja doch, das wird klappen. Ui. Hier das noch öffnen. Gucken, was da drin ist. Pfeile haben wir auf jeden Fall genug. Ich frage mich die ganze Zeit, was das hier für ein Grab sein soll.
steht doch kein Name mehr drin. Hm. Ist die Frage, wo es lang geht. Gibt es so viele Wege. Viele Wege führen nach Rom. Aber nur einer ist der mit dem meisten Gewinn, ne? Naja, wir gehen mal hier lang. Durch dieses schmutzige Wasser. Okay. Hier, das können wir anzünden. Mhm. Sieht entflammbar aus. Ja, aber habe ich hier auch was zum Anzünden? Ja, habe ich. Richtig werfen. Alles klar, dann macht das Bumm. Alles macht Bumm, wenn ich dich sehe. Auf den hübschen... Nein, doch nicht. Ich dachte, wir schlagen wieder auf Laras Hintern. Ich finde das auch, jetzt hat schon was, ja. Ihre Frisur, ihr Gesicht. Wäre, wenn es eine echte Dame wäre, eine sehr hübsche Dame. Oh oh. Ja, kannst du laut sagen. Oh Gott. Was ist denn hier wieder passiert? Was für ein Einstieg. Mhm. Ich weiß, eigentlich sollten wir wahrscheinlich anders lang gehen. Nach oben. Aber ich will mich erstmal hier umsehen. Mehr Artefakte. Sie müssen in einen alten Gang gestürzt sein. Das muss ich mir ansehen. Mhm. Hier ist wieder was? Okay. Irgend so ein besonderes Feld. Ach komm, wir gehen erstmal nach oben. Erstmal nach oben. Ich weiß nämlich nicht, ob welcher Weg der richtige ist. Vielleicht ist der Weg nach oben auch der falsche Weg. Das kann ich nicht sagen. Oder der Rückweg halt. Ist der falsche Weg. Ja, scheint so. Okay. Da würde ich nicht hinabstürzen. Also wieder nach unten. Ja, so kann man kann es halt nie wissen, wie man lang muss. Hier ist noch was. Nö. Sah nur so aus. Man kann sich fallen lassen, Lara. Wir wollen dann anscheinend weiter nach unten. Lauf, Lara. Lauf. Du weißt nie, wann es einstürzt. Eben, was die, wann es einstürzt. Und zwar genau jetzt. Gut, dass hier auch immer so viele Chancen auf Molotow-Cocktails liegen. Dieser Flachmann gehörte einem Soldaten der Roten Armee. Hm, die Insignien kenne ich nicht. Er ist noch halb voll. Könnte ich später noch gut gebrauchen. Tja, du weißt nicht, was da alles dran ist, ne? Aber Hauptsache, egal. Ist deine Entscheidung, Lara. Ist deine Entscheidung. Gibt es hier denn sonst nichts mehr zum... Nö. Dann machen wir nochmal einen Molotow-Cocktail. Na geht doch. Naja, nicht so schwer. Okay. Was immer sie gefunden haben. Es muss da drin sein. Diese Förderwagen. Die könnten das Wasser stoppen. Die da? Das kann gut sein, aber wie? Aber wie? Ah, ja. Scheint zumindest ein größeres Grab zu sein. Werkzeuge versteckt. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte.
Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Okay. Provisorische Waffen. Das sind wieder so Spinnen. Ich kann jetzt Griechisch auf Stufe 4 übersetzen. Karte aktualisiert. Ah, hier ist ein Grab. Basislager natürlich. Waffen. Grabflüster. Ah, hier, der macht extrem viel mehr Schaden, aber der Rest ist geringer. Mal gucken, ob ich den verbessern kann. Ja, nein. Er macht halt wirklich nur mehr Schaden und mehr nicht. Hm. Verzichte ich auf Schaden und habe dafür die anderen Sachen mehr? Ja, komm. Obwohl, der sieht doch geil aus. Ja, wir behalten ihn mal eine Zeit lang. Kann ja nicht schaden. Gucken, was der jetzt hat. Ah, Nachladegeschwindigkeit. Schussfrequenz, Nachladegeschwindigkeit und Munitionskapazität. Okay, können wir noch einen Skillpunkt verteilen? Und da gucken, ob wir im Inventar was machen können. Mann. Nö. Munition, ja. Okay, Hohlsplittergeschosse. Ja, und jetzt noch das. Und zwar diesmal kaum überleben, ja. Schnelle Herstellung. Listenreicher Kämpfer. Leichenfallen-Spezialist. Stellen Sie mit Leichen von feinen Fallen her, den... Okay. Leichtfuß. Erhalten Sie Bonus-EP durch Überlebensverstecke, Dokumentrelikte. Finden Sie mit einem leichten Herausforderungsobjekte. Nee, das will ich jetzt nicht. Okay, machen wir das ja einfach mal. Dickhaut. Wie dickhäutig. Gut, machen wir mal weiter. Ja. Das war knapp. Ich muss erstmal das Wasser abstellen können. Damit ich den Molotow-Cocktail werfen kann. Nehmen wir den mal mit, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Ist klar. Hört sich ja gar nicht verdächtig an oder so. Ich glaube, ich kann das Seil durch abbrennen, oder? Abfackeln. Ich weiß es nicht. Probier's einfach mal. In der Hoffnung, dass es klappt. Nö, geht einfach durch. Dieser Realismus. Ah, gehen wir erstmal hier rein. Wir wissen ja nicht, ob wir wiederkommen. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Alles klar. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht.
Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zum Meer führen. Ja, Leute, und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Also, ciao.